Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Film. Wir werden heute Updates machen über Zimmerpflanzen. Haben wir jetzt etwas länger nicht gemacht und momentan wollte ich ja sagen, nee, jetzt habe ich Zeit dafür und von daher machen wir das heute. Es gibt doch das eine oder andere ja zu berichten und tatsächlich auch zu sehen. Und wir fangen auch sofort an. Du siehst, hat sich hier schon einiges verändert. Ja, das Leben spielt, wie es spielt und im Moment muss ich sagen, macht es richtig viel Freude, neue Wege zu gehen. Ja, das ist definitiv so. Hätte ich nicht gedacht, dass ich damit angefangen habe. Aber Geschichte kennen wir soweit. Von daher, let's do it. Alles bekommen wir heute natürlich nicht zu Gesicht, aber das eine oder andere und das Allerwichtigste mit, ganz klar, hier im Kanal ist die Mango, die wir in Zukunft auf jeden Fall nochmal angehen werden gemeinsam. Das hier ist ein wunderschöner Busch, der ja, durch einen Rückschnitt sich so entwickelt hat. Die Pflanze hatte damals 2 oder 3 Austriebe von unten gehabt tatsächlich. Vorerst einen großen und den großen, den haben wir abgeschnitten dann, gecuttet, also gekürzt, nicht abgeschnitten, sondern gekürzt. Und die Seitentriebe haben sich dann entwickelt und dementsprechend tatsächlich auch teilweise verzweigt. Und deswegen haben wir einen wunderschönen Busch. Wir wissen, die Mango ist ein Starkzehrer. Sie mag ein pH-Wert hier knapp um die 7 tatsächlich. Ist definitiv zumindest bei uns so. Ja, ist nur de facto so. Das haben wir so im Laufe der Zeit erfahren. Und von daher, ja, ganz wichtig hierbei, sie darf nicht unterversorgt sein. Der pH-Wert darf nicht zu niedrig sein. Und der pH-Wert darf nicht zu hoch sein. Das ist ganz wichtig. Nein, wir werden heute nicht messen. Aber wenn Sie die Pflanze etwas ansehen, denn hier gibt es ein Erscheinungsbild, wo man ganz klar sehen kann, dass mal was verkehrt gelaufen ist. Hier bei der wunderschönen Pflanze. Ja, gießen darf ich heute tatsächlich wieder. Der Untersetzer ist trocken. Das Substrat ist noch ja, ganz leicht feucht. Also heute dürfen wir gießen. Auch der Topf selber ist leicht feucht. Das spürt man tatsächlich noch. Und von daher werde ich das gleich machen. Das mache ich aber alleine. Wir schauen uns jetzt aber mal das an, was an dieser Pflanze jetzt gerade so in Erscheinung tritt. Zunächst einmal die schöne Erscheinung, denn sie ist im Austrieb. Das kann man hier sehr schön sehen. Ganz kleine, süße, neue Blättchen kommen hervorgewachsen. Das ist der eine Trieb, weil hier mehrere Triebe. Und der Trieb ist vor kurzem herausgewachsen und die reifen jetzt tatsächlich aus. Wir sehen, es geht ihr wirklich jetzt richtig gut. Aber es ging ihr auch mal nicht so gut. Das kann man dann tatsächlich hier sehen. Siehst du diesen schwarzen Fleck? Das ist Überdüngung. Hier war tatsächlich zu viel gegeben. An dem einen hier kann man es auch erkennen. An den Blättchen hier, das ist dann auch ein bisschen knusprig geworden. Aber das ist nicht so tragisch, wenn es einem nicht ganz gefällt, kann man die Blätter mal abnehmen. Auch hier kann man das erkennen, an dem Blatt hier ist so ein schwarzer Anteil tatsächlich an der Spitze. Und das ist, ja, Überdüngung. Hier oben kann man es auch nochmal wunderschön sehen, hier in dem Bereich. Das passiert einfach. Das lässt sich jetzt auch nicht mehr beheben, also der Schaden lässt sich nicht beheben, ganz klarer Fall. Aber da ich eingegriffen habe und dementsprechend weniger gedüngt habe, hat sich das dann regeneriert und dementsprechend sieht der Neuaustrieb jetzt so aus. Also die Pflanze geht dann nicht kaputt dadurch, wenn man mal überdüngt hat. Wenn man es sofort merkt, ne, ganz klarer Fall, dann spülen, spülen, spülen. Die Geschichte kennen wir aber schon. Ja, ansonsten muss ich sagen, bin ich mit dem Schätzchen richtig zufrieden. Wunderschön gewachsen, muss ich sagen. Richtig klasse. Unser Philodendron. Scandens Brasil, der vergrünt tatsächlich mit der Zeit, wenn er nicht genug Licht bekommt. Aber ansonsten, selbst hier im unteren Bereich, der Neuaustrieb sieht richtig klasse aus. So, wir kommen noch mal ganz kurz zu der Mango. Ich werde jetzt, wie gesagt, kürzere Filme machen und nicht alles auf einmal. Wir gießen jetzt hier bei der 400er Variante tatsächlich. Jetzt in der Winterzeit düngen wir weniger. Warum? Weil wir auch weniger Licht dran haben hier, um Strom zu sparen, ne? Kosten zu sparen. Dementsprechend ist das dann besser, weniger zu düngen. Wir haben jetzt hier ungefähr 6 bis 7 Stunden, maximal 7 Stunden, tatsächlich Zusatzbeleuchtung an. Wir wissen ja, in den Räumen hier, in den beiden, also in diesem und dem anderen Raum, haben wir die Jalousien geschlossen. Hier ist also 24 Stunden eigentlich dunkel, wenn wir die Zusatzbeleuchtung nicht anhaben. Das war ein Großtest, ein Langzeitprojekt, um zu gucken, ob das funktioniert. Ich muss sagen, das klappt wunderbar. Man kann tatsächlich auch in dunklen Räumen, wo also kein Licht reinkommt, mit entsprechender Zusatzbeleuchtung tatsächlich Pflanzen halten, pflegen und sich dran erfreuen. Das war ein Langzeitprojekt, definitiv. Das war schon eine richtig coole Sache, muss ich sagen, dass es dann soweit gut geklappt hat. So, wie gesagt, nachmessen werde ich heute nicht. Ich habe jetzt die 400er Variante hier reingegossen. 1/4 Leitungswasser, 3/4 Osmosewasser. Ist ein bisschen wenig Leitungswasser, aber das nächste Mal, wenn ich gieße, gieße ich nur Leitungswasser rein und dann passt das wieder.
dass die Pflanze auch mal vom pH-Wert so ein bisschen im spielerischen Bereich ist, dass ein bisschen hoch und runter geht, dann sind die Nährstoffe nämlich tatsächlich ja, verschiedenartig verfügbar. Das ist auch wichtig zu wissen. So, wir machen das nicht kompliziert, einfach erzählt, das denke ich mal einfacher, lol. Okay, wir kommen jetzt tatsächlich zur nächsten Pflanze. Es macht so viel Freude, wenn man längere Zeit mal etwas nicht gemacht hat, beziehungsweise gezeigt hat. So, wir machen das auch vielfältig nach wie vor, aber in Kurzform alles. So, wir haben jetzt hier eine Alocasia und zwar ist das die Stingray. Die Stingray in der Wasserkultur im Murmelglas. Ich zeige gleich auch während des Filmes ein paar kleine Aufnahmen. Hier hatte ich ein Problemchen gehabt bei dem Schätzchen. Ich meine, sieht knackig aus, wunderschön, kräftig grün. Wird auch bei der 400er Variante momentan gegossen. Früher ja 400 bis 500. Ne? Werte messen, tralala, brauchen wir heute nicht. Wir kennen die ganze Geschichte, wie das so abgelaufen ist. So, hier hatte ich ein Problem gehabt und zwar waren hier so kleine weiße Stippen unten drunter. Wir kennen ja Wollläuse, ne? Also alle, die mit Pflanzen schon mal zu tun gehabt haben, die kennen das, ne? Wollläuse. Und das sah ähnlich aus, aber in klitzeklein. Was habe ich gemacht? Ich habe sie eingesprüht und zwar mit Blattglanzspray. Das kennen wir schon, die Thematik, schon längere Zeit. Und wir sehen, der Pflanze hat es nichts ausgemacht. Das ist jetzt ungefähr anderthalb Wochen her. Die ist nach wie vor knackig grün, hat in keinster Weise gelitten. Und von daher, coole Sache. So, Wasser ist jetzt noch bis hier ungefähr. Und wir müssen nachfüllen bis hier. Also schon wieder gut verbraucht innerhalb von ja, 4 Tagen ungefähr. Und damit sehen wir nochmal, ganz wichtig, Wasser, Verhältnis zum Wurzeln, zu den Wurzeln, ist ganz wichtig in der Wasserkultur. Umso weniger Wasser drin ist, umso öfter man nachgießt, umso besser geht es der Pflanze. Hast du eine Pflanze im Wasser stehen, also in der Wasserkultur, wo du wochenlang gar nichts reingießen musst, kann ich dir nur empfehlen, des Öfteren das Wasser zu wechseln. Denn die Nährstoffe sind nicht immer gleich verfügbar. Ganz wichtig zu wissen. Deswegen kurze Intervalle. Nachfüllen ist besser. Ne? Deswegen also viel Wurzeln, wenig Wasser. Wieso haben wir wenig Wasser drin? Weil hier Murmeln drin sind. Das heißt, die Murmeln nehmen eigentlich fast den kompletten Raum ein, des ganzen Gefäßes und die Zwischenräume sind halt mit Wasser gefüllt und dementsprechend wird das Wasser ganz schnell von der Pflanze verbraucht und wir können kontinuierlich nachgießen bei der 400 bis 500er Variante, momentan die 400er Variante. Wenn du wissen willst, was damit auf sich hat, ich werde es dann im nächsten Film vielleicht nochmal erzählen, aber eigentlich sollten alle, die regelmäßig zuschauen, die ganze Geschichte dementsprechend schon mal kennen. Okay, das heißt, hier darf ich nachfüllen, das mache ich dann jetzt auch. Und wir wissen schon, wir füllen jetzt die 400er Variante rein hier. Und wir wissen aber, dass hier mit Sicherheit keine 400 drin sind, sondern vielleicht ja, 150, 200 ungefähr. Denn die Pflanze verbraucht tatsächlich sehr viel. Und das Interessante ist dabei, dass sie richtig gut ist. Sie ist knackig. Nicht irgendwie wabbelig, dass sie alles hängen lässt oder stark sich gewachsen ist. Und das, wie gesagt, hier im Raum tatsächlich. Und ja, ohne Tageslicht. Und da stand sie eigentlich bis dato heute. Wir kommen zur nächsten Pflanze und zwar ist das eine Syngonium albo variegata. Ja, das ist ein Schätzchen hier in der Kokoserde. Das hatten wir so versuchsweise mal gemacht. Da hatten wir noch eine von, die schon tatsächlich hat den Besitzer gewechselt damals. Und diese hat jetzt, Moment mal, ich mache in das andere Licht. Nee, lass ich aus. Besser ist das. Sonst ist so gelbstichig. Auch das Schätzchen hier in der Kokoserde, wie gesagt, versuchsweise, um mal zu gucken, wie das so funktioniert. Und auch das funktioniert richtig gut, muss ich sagen. Wurzeln sehen klasse aus, hat gerade neues Blatt in der Ausbildung. Hört sich mal komisch an, der Ausbildung, aber ist halt so. Da ist es, das neue Blatt sieht wunderschön aus. Und das Interessante ist auch hier der Weißanteil bei dieser Syngonium, wenn grün drin ist zumindest, ja, macht sich richtig gut, muss ich sagen, ohne rumzuzicken. Also es ist noch nicht ein Blatt gewesen, was in irgendeiner Art und Weise dahin gegangen ist. Der Kandidat wird übrigens auch bei 400 bis 500 Mikrosiemens gegossen gedüngt. Und zu der Kokoserde noch mal ganz kurz erwähnt, ganz wichtig, ist natürlich abhängig davon, welches Produkt man verwendet. Das muss man selber austesten. In der Regel, zumindest was wir bisher hatten, waren viele Salze drin, wahrscheinlich produktionsbedingt, wie auch immer. Aber keine Nährstoffe in dem Sinne, sondern Salze tatsächlich. Das ist nicht gut für Pflanzen. Deswegen spülen wir unsere Kokoserde, drücken sie aus, pressen sie aus. Und insoweit holen wir schon mal so viel Salze wie möglich heraus. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und dementsprechend wird das Ganze aufgedüngt. Und auch wichtig zu wissen, in der Regel ist dann der pH-Wert von der Kokoserde sehr niedrig. Das heißt, anfangs sollte man eigentlich nur mit Leitungswasser
dementsprechend leicht aufgedüngt gießen. Wenn der Mikrosiemenswert zu hoch ist bei dir, wie bei uns zum Beispiel, wir haben über 500 Mikrosiemens, dann nimmst du einfach die Hälfte des Leitungswassers und die Hälfte Osmosewasser, dementsprechend ein bisschen aufgedüngt auf 400 bis 500 Mikrosiemens, und dann kann da auch nichts passieren. Ja, was soll ich sagen, die Synchronium sind mir sehr ans Herz gewachsen und es gibt unzählige Sorten davon. Ich habe jetzt auf Instagram eine Frau, die beschäftigt sich sehr viel mit Synchronium und hat also ein riesen Repertoire, muss ich sagen, was mir also mega gefällt. Aber ich kann nicht alle halten, nur aber die, die wir haben, auf jeden Fall. So, und das Schätzchen hier von dem Aufkleber, den es übrigens im Spreadshop noch gibt momentan bei mir. Wie gesagt, die ist weggegangen damals und diese wird auch weggehen, definitiv. Ich habe jetzt schon mal Heat Pack, also warme Pads, die man auch so in eine Tasche stecken kann oder so, bestellt. Müssten jetzt die Tage ankommen. Da werde ich Tests aber erst vor mitmachen, bevor ich eine Pflanze damit verschicke. Denn diese Heatpacks, die geben mir Wärme ab, aber nicht temperiert, sondern die geben Wärme ab. Ne? Und wir wollen ja auch nicht, dass wenn eine Pflanze verschickt wird, dass da drin plötzlich 50 Grad sind. Ne? Das ist ja nun auch nicht der Burner. Von daher muss ich da ein paar kleine Tests machen. Auch was mit Sauerstoffzufuhr angeht in dem Sinne. Denn wenn ein Heatpack keinen Sauerstoff bekommt, dann gibt es auch keine Wärme ab. Das sollte man auch wissen, insbesondere wenn man Pflanzen verschickt. Okay, aber wie gesagt, das Schätzchen sieht mega cool aus. Da dürft ihr gerne Gebot für abgeben. E-Mail-Adresse, wie gesagt, gewohnt in der Videobeschreibung. Wenn ich es vergesse, dann erinnert mich dran. Das ist einfach mal kurz, hatte ich nämlich letztes Mal auch gemacht. Aber okay, das nebenbei erwähnt. Wie gesagt, das Schätzchen geht jetzt in eine Gebotsrunde. Okay, eine haben wir noch, Syngonium Albo Variegata, und zwar ist das hier ein Experiment. Die meisten Zuschauer wissen das, dass wir momentan auf neuen Kursen, Exkursionen sind, auch dann mit der Pflanze hier. Wir sehen wunderschöne, kräftige Blätter, wunderschöne Farben und das Ganze hier im Lavagranulat. Hier testen wir aus, welche Besonderheiten auftreten, wenn Pflanzen halt im Lavagranulat wachsen. Das wird noch eine Zeit dauern, das werden wir gemeinsam begleiten, aber nicht mehr so intensiv wie bisher, denn ja, es gibt viele andere Sachen zu tun, die ich euch auch gerne zeigen möchte, und von daher machen wir das nicht mehr so intensiv. Ab und zu werde ich natürlich das eine oder andere verraten oder euch erzählen, wie es dann Tatsache gegeben ist, wie die Pflanzen sich halt ja, fühlen in solch einem Substrat. Wir wissen schon aus der Vergangenheit, dass Pflanzen gar keine Erde brauchen. Oh, denkst du jetzt vielleicht, wenn du noch nie zugeschaut hast? Ja, Pflanzen können auch ohne Erde auskommen. Es reicht ihnen vollkommen aus, wenn sie im Wasser stehen und dementsprechend mit Mineralstoffen und Nährstoffen versorgt werden. Und dementsprechend kann man auch tatsächlich in den verschiedensten, ja, Gesteinsarten tatsächlich Pflanzen halten. Und das testen wir nach und nach aus, inwieweit was möglich ist. Das ist also jetzt neu im Prinzip, aber es gibt noch ganz viele andere Varianten, die tatsächlich, ja, es verdienen einfach näher unter die Lupe genommen zu werden. Und wir sehen, der Pflanze geht es richtig gut, auch hier bei 400 bis 500 Mikrosiemens gehalten. Und das läuft richtig gut. Ganz wichtig zu wissen, die meisten mineralischen Gesteinsarten haben Kalk oder enthalten Kalk. Nicht alle, es gibt noch welche, die enthalten, ja, geben keinen Kalk im Prinzip. Da gibt es zum Beispiel Basalt, das kann ich euch jetzt schon mal verraten, aus der Aquaristik kenne ich das. Das würde auch funktionieren, aber Basalt hat keine Wasserhaltekraft. Das ist der kleine Nachteil. Okay, aber Lavagranulat, wenn der ein paar Mal, ja, gespült wurde mit reinem Wasser und dementsprechend aufgedüngt mit der Zeit, dann verliert er tatsächlich auch an pH-Wert. Das heißt, in Zukunft wird dann voraussichtlich es notwendig sein, auch hier, ja, ich sag's mal so, es ist den Kalkgehalt anzupassen. Ne? Also dementsprechend Leitungswasser im Gemisch, je nachdem. Das bedarf es noch zu testen und das mache ich für euch hier im Laufe der Zeit. Okay. Das Schätzchen bleibt übrigens hier, weil, wie gesagt, Experiment. Okay. So, meine Lieben, das war es. Wie ihr seht, hat sich hier schon mal einiges getan. Einiges ist schon weggegangen. Der Tisch, der ist noch soweit, ja, gefüllt. Das sind auch die Sachen, die ich noch tatsächlich behalten werde. Denn das wird für die Zukunft für uns ganz wichtig werden. Guck mal. Wie wunderschön, die Prince of Orange. Wie gesagt, ich wollte den Film nicht so lang machen, von daher gucken wir mal. Ne? Aber trotzdem haben wir ganz kurz hier gesehen, unsere Monstera Albo Variegata hat dieses Mal ein wunderschönes grünes Blatt bekommen. Da freue ich mich richtig drüber. Übrigens hier auch im Test schon mit Lavagranulat. Und wir sehen,
Ja, ich würde sagen, das funzt schon mal. Hier haben wir auch so leicht cremefarbiges Blatt damals gehabt. Das war das vorletzte, richtig, genau. Das war damals schon mal schön weiß und hier kommt schon mal eine ganz kleine Spitze daraus gewachsen. Das kann man jetzt noch nicht sehen. Mal gucken, ob dann dementsprechend wieder weiß oder cremeanteiliger Teil kommt. Lol, anteiliger Teil. Nee, komm, ich wollte jetzt eigentlich, wie gesagt, den Film gar nicht so lang machen. Mensch, jetzt fängt er schon wieder an, hier und da noch zu gucken und zu machen und zu tun. Ne? Wir kommen ganz bald zu dem nächsten Update. Aber wie gesagt, ich schmeiß das immer, ja, jetzt gemischt rein tatsächlich, damit wir halt vielfältig etwas erleben und sehen dürfen. Zu den Juwelorchideen aber ganz kurz nochmal erzählt, die gebe ich noch nicht ab, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich mir noch ein paar Mutterpflanzen ziehen muss, damit ich später immer wieder mal was verfügbar habe. Denn wenn ich die weggebe, ja, brauche ich ein Jahr, wieder ein halbes Jahr, bis ich dann wieder was neue Stecklinge machen kann von der Mutterpflanze und das dauert dann zu lange. Und von daher, ja, halten wir die Beine still und warten einfach mal ab, die Manjula mit ihrem neuen Blättchen. Nee, das ist das neue Blättchen, lol, genau. Das war ja das, was so ein Efeublatt innen drin hat. Auch wunderschön, muss ich sagen. So, okay, ein kleines Statement gibt es gleich noch und dann würde ich sagen, ja, hier ist dann soweit erstmal alles ready to go, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, okay, okay, okay. Ich versuche mich ganz kurz und knapp zu halten tatsächlich. Lichttechnisch sieht es jetzt auch anders aus hier schon, weil wir brauchen nicht mehr überall Licht für die Pflanzen, von daher sieht das anders aus. Kurz nochmal zur Geburtsrunde hier. Wie gesagt, schreib mir eine E-Mail und sag mir, was du für die Pflanze bieten möchtest. Ich werde nicht verraten, wer was bietet, sondern der oder diejenige, die den Höchstbetrag in dem Sinne bietet, bekommt dann von mir die Pflanze. Ich werde dich dann per E-Mail anschreiben und dann checken wir den Rest dann gemeinsam, um das ja, hinzubekommen. Wie lange das läuft, weiß ich nicht. Ich denke mal auch so, ja, 4 Tage vielleicht. Oh, mal gucken, ne? Aber das ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Okay, jetzt kommen wir zu dem Schätzchen. Heute nicht mehr. Das sind unsere Steckis von der Monstera Constellation. Die machen sich richtig gut, muss ich sagen. Und hier werden wir dann auch ein kleines Update in einem der nächsten Filme sehen. Weil, wie gesagt, ich schmeiße das jetzt immer kontinuierlich gemischt rein. Ich habe auch schon 3 Filme in Vorrat tatsächlich. Könnte ich also 3 Filme auf einmal hier hochladen, zeigen. Aber das ist Quark mit Soße. Mache jetzt mal zwischendurch Pause ein bisschen, habe ich auch mehr Luft, dann kann ich mich um andere Sachen kümmern. Ich denke mal, das ist auch ganz wichtig im Leben. Ich weiß Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Passt wieder ganz genau. Akku ist rot und von daher nicht in die Not heute. So, meine Lieben, das macht echt mega viel Spaß jetzt. Ich freue mich jetzt auch schon auf den nächsten Film, den ich machen kann, der dann wieder ganz woanders stattfindet. Und so sehen wir dann halt vielerlei, ja, was sich so entwickelt im Laufe der Zeit. Es ist schon krass, was momentan tatsächlich so abgeht. Das macht einfach, ja, das ist Hammer. Okay, yippie, yay, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder.